Ja, und hier ist es wieder das aktuelle Politikduell, einmal mehr mit Eva Klawischnik und mit Andreas Mölzer. Hallo. Danke fürs Kommen. Und zu folgenden Themen. Wir analysieren das geheime Leben von Geheimdienstagent Egisto Ott. Da ist ja sehr viel Staub aufgewirbelt worden die letzten Tage. Wir kümmern uns aber auch um René Benkos Goldschatz in Liechtenstein über satte 45 Millionen Euro und einige Millionen in bar, so ganz nebenbei. Wir fragen uns, wo aber die Leistung von Abkassierer Alfred Gusenbauer und wir behandeln Karl Nehammers Boxhandschuhe. Das alles im aktuellen Politikduell und am Ende wieder unser etwas anderer dritter Teil. Beginnen wir mit Egisto Ott, der Geheimdienstagent, der schon teils geständig war, Informationen höchstrangiger Natur dann übergeben zu haben an russische Agenten. Sie sehen ihn hier eingeblendet. Wien ist Agenten-Hotspot seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten, geradezu der dritte Mann, ein großer Thriller, der in Wien bekannt geworden ist. Aber man merkt, jetzt, wo Wien eben UNO-Stadt ist, es gibt auch aktuell sehr viel Geheimdienstaktivität. Nicht irgendwo im Kanal beim dritten Mann, sondern sehr viel aktives Agentenleben. Wie üblich ist das Leben des Egisto Ott und wie sieht es auch mit einer Verwicklung der FPÖ aus? Naja, es ist ein bisschen merkwürdig, ne? dieser leicht übergewichtige Karawanken-James Bond, ne? Der da jetzt als großer russischer Erzspion dargestellt wird. Man muss sich das einmal anschauen. Ne? Ich habe im Internet ein bisschen nachgeschaut und so. Ne? Der hat ja über lange Jahre unter schwarzen Innenministern im BVD da Karriere gemacht. Dann ist er angeblich nach eigener Aussage aktives SPÖ-Mitglied. Und wie man jetzt hört, hat er also da beim Innenminister Herbert Kickl eine ungeheure wichtige Rolle gespielt. Ja. Also wenn der jetzt da einer war, der Unschuldsvermutung hin oder her, ne, der da sein Salär mit nachrichtendienstlichen Tätigkeiten für fremde Mächte, für Russland, wer weiß, für wen noch, ja, weiß man ja nicht, ne, aufgefettet hat, dann ist das sicher einer, der da überall, was halt außerkracht hat, bei den Mächtigen sich zugekaut hat. Ne? Mhm. Angeblich hat er ein Faible auch für den Jörg Haider gehabt, als Kärntner oder halber Kärntner ist man dem Jörg ja gar nicht entgangen natürlich. Das entkommen. Ist sowieso klar entkommen, Sie sagen es, weil er jeden gekannt hat mit Vornamen, auch den, wie heißt der, Egisto? Egisto, ja. Guter, ja, guter Name. Also, interessanter Name, interessant. Auch noch nie gehört. Aber auf jeden Fall, also der war halt bei der ÖVP, muss er dort, also ja, im Innenministerium, ne, auf jeden Fall aktiv gewesen sein, bei der SPÖ und dann halt offenbar auch wieder neue Innenminister Kickl gekommen ist, wie 2017, hat er halt die Gunst der Stunde offenbar gewittert. Ne? Dann ist ja die Geschichte mit dem Masalek, ne? Und genau, mit Wirecard, und ja, da ist ja scheinbar wirklich eine gezielte russische Aktivität da gewesen. Ne? Wobei auch da sieht man ja an diesem Fall, wie das funktioniert. Die hauen sich bei der Politik zu, wie, ne? Der eine Wirecard-Chef war ja da mein Best Friend von Kurz und das war die super, ja, Beraterpartie. Ne? Der andere hat diniert mit dem Herrn Sobotka in Moskau und was weiß ich. Ja. Und der dritte war halt da beim Kickl und hat, was weiß ich, welche geheimdienstlichen Pläne für die Frau Außenminister Kneißl und so. Das ist ja alles irr und eigentlich weniger tragisch, sondern eher, das ist ja alles grotesk, das ist ja eher wie Realsatire politisch. Und es gibt ja auch noch eine spannende Tangente, ja, zu Peter Pilz offenbar. Zumindest immer wieder Informationen, die Peter Pilz auch erhalten haben dürfte von Egisto Ott. Also er dürfte offensichtlich sowohl Medien, also das Zack-Zack-Medium von Peter Pilz, informiert haben mit diesen Daten aus der Auslesung von den Handys, die ja irgendwie, genau, da ins Wasser gefallen sein dürften. Wie auch das eine Groteske, ja, eine wirklich Groteske. Ja, ich finde trotzdem, also das Wort Groteske beschreibt es für mich zu klein. Also wenn das so eine Klamotte wäre wie im dritten Mann, könnte man drüber lachen. Aber es geht ja wirklich um ein Arbeiten gegen österreichische Interessen. Ja. Also weil den Russen sozusagen auch zu verraten, wo der Wohnsitz, die Meldeadresse eines Aufdeckerjournalisten ist, der den Giftanschlag auf Nawalny aufgedeckt hat, ja, 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 der jetzt die Zusammenhänge hergestellt hat zwischen der Erkrankung von amerikanischen Geheimdienstagenten und russischen Gift offensichtlich. Ja? Also jemand, der wirklich demokratiepolitisch auch was geleistet hat und den dann auszuliefern an die Russen. Ich meine, dieser Aufdeckerjournalist, der Russe, der hat auch die Verbrechen in Butscha teilweise namentlich aufgeklärt.
Also jemand, der wirklich einen Dienst an der Menschlichkeit sozusagen gemacht hat. Und das finde ich dann nicht mehr lustig. Na, also da hört für mich jedes Verständnis ist überhaupt nichts. Noch dazu, das gegen Geld zu machen. Also er ist ja das offensichtlich Teilgeständnis. Ja, und die suchen sich offensichtlich solche labilen oder irgendwelche Persönlichkeiten, die vielleicht enttäuscht sind. Er war ja in einem sehr straf-schwarz geführten Innenministerium und hat mit denen offensichtlich nie so können. Deswegen hat er überall sonst versucht, irgendwie ein bisschen anzudocken. Ja. Aber ich finde das alles andere als witzig, sondern ich finde, da gehört jetzt... Da meine, die Staatsanwaltschaft hat jetzt, glaube ich, schon seit 3 Jahren eine eigene Sonderkommission gehabt, die da ermittelt. Und das wird offensichtlich kurz vor Anklageerhebung jetzt stehen, dieses Verfahren. Da verstehen Sie mich, wie ich finde das überhaupt nicht witzig. Ne? Das, was Sie sagen, ist insofern unrichtig. Auch der dritte Mann war keine Klamotte, das war kalter Krieg. Ja, ja. Und da ist gegangen, Atomkrieg, Überleben der Menschheit oder auch nicht. Ne? Mhm. Also so gesehen war das auch nicht witzig. Und das ist natürlich auch der Herr Gisdol. Ich würde nur sagen, dass das eine untergeordnete Charge ist, der sie wichtig macht und dann solche Dinge, die natürlich unter Umständen wirklich tödlich sein können, das mit dem Nervengift und so weiter. Eh klar, ne? Das ist überhaupt nicht witzig und es ist auch wirklich notwendig, dass die Justiz da und die Staatsanwaltschaft wirklich einmal aufklärt, ne? Auch aufklärt, wo die wirklichen politischen Querverbindungen sind, an wen sie der zugekaut hat auf gut Deutsch, um Informationen zu kriegen, nämlich an alle, wo er irgendwo hinkommen ist. Ja, offenbar wirklich alle. Wir haben Auflistungen von FPÖ, SPÖ, NEOS, Peter Pilz, im Prinzip alle, die oben sind, im schwarz geführten Innenministerium wird es ja nicht ohne gegangen sein, bitte. Ich habe gelesen, der war irgendwie so ein Polizei, was weiß ich, Ding in Rom. Ne? Da wirst du ja über den Innenminister. Ne? Ja. Das wird ja nicht so, das war nicht vom Jakaida. Ne? Der hat mit Sicherheit eine starke Karriere hinter sich. Und da sind wir jetzt wieder bei der innenpolitischen Komponente. Diese an sich große Sauerei, dass einer für eine fremde Macht geheimdienstlich solche Dinge ausspioniert, ne? Die gehört aufgeklärt und auch bestraft. Ne? Mhm. Und jetzt ist halt wieder Wahlkampf und jeder ruckt aus. Daher der seltsame Dr. Hanger oder nicht Dr. Hanger rückt aus. Und das ist jetzt dem Kickl direkt sein Erzspion. Und umgekehrt werden die Freiheitlichen wahrscheinlich auch sagen, das ist der Erzspion der Schwarzen. Und irgendwer wird da sagen, das ist der Erzspion der Roten. Ne? Können wir das noch kurz, Andreas Hanger, weil das wollte ich jetzt gerade ansprechen. Eine Aussendung gerade eben, es wäre auch für die FPÖ, sagt Andreas Hanger, der Fraktionsführer der ÖVP bei den Untersuchungsausschüssen, es wäre für die FPÖ sehr gefährlich, die ganze Situation mit Gisdol Ott, denn Kickl wäre extrem russlandfreundlich und das ein Mitgrund, wieso da Informationen abgeflossen worden sind, sagen wir es mal so, muss man gar nicht im Konjunktiv formulieren. Der Freundschaftsvertrag wird dann wieder angeführt, die Dauerthemen sozusagen. Die alte Leier. Gisdol Ott war so eine Art Beihilfentäter. Naja, was heißt Beihilfentäter? Der hat versucht, dass dieses... Schatz, ich selber schreibe Kommentare und politische Analysen und immer wieder, wo ich mich bemühe, beide Seiten zu sehen, wirst du dann von einer Seite gesagt, das ist alles russlandfeindlich. Ne? Freundlich, pardon. Ne? Mhm. Das bemühe ich mich nicht zu sein, aber ich sehe halt nicht nur die NATO aus der NATO-Brille das oder was, ne? Oder aus der Zelensky-Brille. Ne? Und du sagst schon, um Gottes Willen, jetzt muss ich wirklich einmal klarstellen, dass das nicht ist. Ich will nicht Putins Angriffskrieg verteidigen. Das ist aber nicht wichtig, aber es betrifft jetzt auch Kickl oder die FPÖ. Ne? Auf der anderen Seite, natürlich sind solche Leute, die das dann ausnützen. Ne? Und der Herr Hanger, der ist der parlamentarische Kettenhund, ne, des Bundeskanzlers, der da jetzt Radau macht, das ist das ist ein Beitragstäter zur Politikverdrossenheit im Lande, der Herr Hanger. Ne? Gibt es aber andere auch. Ne? Obwohl Faktum ist, also dass zur Zeit, wo Gisdol Ott diese Tätigkeiten gemacht hat, dass bereits der Angriffskrieg in Russland begonnen hatte. Ja, also das muss man einmal verdauen. Ja? Also da war schon klar, mit wem man es da zu tun hat. Und Faktum ist auch, dass das damals zur Zeiten der Außenministerin Kneißl war, die, wie wir jetzt auch wissen, wohlauf in Petersburg sitzt mit ihren Bonnies und übelste russische Propaganda jeden Tag über ihren Telegram-Kanal in die Welt hinausschickt. Also das ist schon auch eine Optik, die muss man nicht kommentieren, die spricht für sich selber. Sonst in dem Sinn schon auch bei Ihnen, ich möchte auch nicht, dass diese Geschichte ausschließlich parteipolitisch abgehandelt wird, weil dafür ist sie viel zu ernst, weil da geht es wirklich um unsere massiven Sicherheitsinteressen. Wenn im Kern unseres, also der Chef von der Spionageabwehr, der jetzt in Dubai sitzt, der Gisdol Ott, also wenn das Leute sind, die im Herzen unseres Sicherheitsapparates Züge in der Hand halten. Das wird Herbert Kickl in die Schuhe schieben können. Nein. Weil da waren ja 4 schwarze Innenminister
Minister. Ne? Und ich meine, das ist ja das. Es soll alles aufgeklärt werden. Aber mir ist es nicht zu schade für reine parteipolitische Polemik. Dafür ist das Thema absolut zu wichtig. Bin ich sehr bei Ihnen. Wobei uns das im Wahlkampf halt leider nicht erspart bleiben wird. Ne? Aber ich meine, immer das überlegt. Ne? Da wirst du jetzt als eine Oppositionspartei, weil ich natürlich die Angriffe auf die FPÖ da, also ja, mir überlege, was ist dran, was ist nicht dran. Ne? Und da kommst du jetzt in eine Regierung und bist also wirst Minister, muss ja nicht Innenminister, sondern irgendein Ministerium. Du hast ein Ministerium, das jahrzehntelang schwarz oder rot dominiert war, alle Beamte, ne? Was ist da? Ne? Du hast natürlich immer die Gefahr, dass die aufs Glatteis oder ausrutschen lassen und. Und dann kommen ein paar her, die sagen, na, ich war im Grunde eh schon immer auf eurer Seite und ich bin, eigentlich bin das nicht geworden, weil ich ja im Grunde im Herzen ja nicht schwarz war oder nicht rot war, sondern eh und so weiter. Und so wird Herr Egister Ott halt gespielt haben. Ne? Und das ist natürlich eine Gefahr jetzt für einen neuen Minister, der da reinkommt in ein Ministerium mit den Spitzenbeamten, die alle in der, machen wir uns nichts vor, alle in der Wolle politisch gefärbt sind, mit ganz wenigen Ausnahmen. Ne? Und da kann es schon sein, dass sie einer Zubi hat, Zubi wanzt, ne? Und natürlich auch versucht, Einfluss zu nehmen, dass das dann auch wirklich ein Spion ist. Ja, ist aber ja noch, ich glaube, also da darf man nicht alle in einen Topf werfen. Extrem viele sehr korrekt arbeitende Menschen in der Verwaltung, die egal, wer im Ministerbüro sitzt. Also, ja. Aber was ich spannend wäre, sagen, dass ein Schwarz oder Roter nicht korrekt arbeiten kann, um Gottes Willen. Ist Egister Ott jetzt die absolute Spitze eines kleinen Eisbergs oder gibt es viel, viel mehr davon? Von denen, die ganz zentrale Frage ist, erstens, warum und für wen hat er das wirklich gemacht? Ja. Man klar ist, dass er es für Masalek gemacht hat. Ja. Masalek ist erwiesenermaßen, das kann man jetzt auch schon so sagen, ein Spion gewesen. Ja. Und für wen haben sie es tatsächlich gemacht? Ja. Also wer steckt da dahinter? Muss es ja noch weitere Mittelsmänner geben. Ja. Und das finde ich, das ist die ganz zentrale Frage. Aber ich nehme nicht an, dass der Egister Ott ein russischer Nationalist ist. Ne? Das wird er nicht sein. Ne? Aber er wird eher ein Opportunist sein. Masalek der wird es für Geld gemacht. Masalek hat ja auch ganz, ganz viele Kontakte überall hin. Ja, und der sitzt aber jetzt mit Sicherheit in Russland. Und der sitzt jetzt offenbar in Russland. Das heißt, letztlich läuft das irgendwie immer auf Russland zurück. Es war die Intuition, Russland wesentliche Informationen aus dem Westen einfach heranzuschaffen. Naja, natürlich war Österreich auch in dem Sinn interessant, im Übrigen auch weil unser Strafrecht so ist, wie es ist. Also in Österreich sind bis jetzt, und ich habe das auch nicht gewusst, mir passt erstaunt die Justizministerin gehört, dass nur Spionagetätigkeiten gegen österreichische Stellen nicht strafbar sind und nicht gegen internationale oder befreundete Staaten. Das dürfte sich jetzt aber ändern. Sie hat jetzt vorgeschlagen, dass das wird geändert werden. Mhm. Ich meine, das heißt, dass jedes Spionieren hier von UNO-Tätigkeiten oder von irgendwelchen anderen Staaten, von anderen Botschaften komplett frei passieren konnte. Und ist die UNO ja vielleicht einstmals nach Wien gekommen, wenn man gewusst hat, wann da umeinander geschnüffelt wird, weil es einmal die UNO und damit exterritoriales Gebiet betrifft, passiert niemandem was. Ja, erstens wird das der Fall sein, aber wir wissen ja, wir sind ja alle keine Heringhausen, wir wissen ja, dass bei jeder Botschaft irgendeiner von den Attachés im Grunde Geheimdienstrepräsentant ist. Ne? Mhm. Und das betrifft sicher die Russen, aber nicht nur die Russen. Ne? Das wird die westlichen Mächte genauso. Das betrifft sogar unsere Freunde, den BND oder was weiß ich. Aber Teil schon interessant, also dass man Österreich ist ja angewiesen auf Informationen und Unterstützung von anderen Geheimdiensten, weil wir haben ja selber nur eine winzige Personalausstattung. Ja? Wow. Also ohne Informationen von den Briten oder von den Deutschen ist Österreich de facto hilflos. Ja? Deswegen hätte es schon einen Sinn gemacht, wenn sich Österreich hier höchst korrekt verhält und nicht irgendwie sozusagen eine Plattform ist zur Bespitzelung von unseren ausländischen Nachbarstaaten oder Freunden. Ja. Der aktuelle Fall also rund um Egister Ott, sehr spannend, wie man dann immer wieder die Querverbindungen jetzt aufzeigen kann. Man lernt, wie vernetzt das alles ist und wie hintergründig Informationsbeschaffung eben läuft. Möglicherweise werden wir alle permanent überwacht, nicht nur über Suchfunktionen auf Google, sondern über Amazon, über YouTube. Man kennt ja das im IT-Bereich und auch Ihr Handy hört sie vielleicht ab. Man weiß es noch nicht. Oder man weiß es eh so halb, man will es aber nicht glauben. Was der einzige Schutz dagegen ist? Abschalten. Unwichtig zu sein. Ja, das trifft sich gut für uns. Ja. Die Duellanten sind natürlich wesentlich, aber Journalisten werden natürlich auch ausgehorcht, wollen wir gar nicht weiterdenken. Ein anderes Thema, René Benkos Goldschatz. Deswegen Goldschatz, denn vor wenigen Tagen ist es bekannt geworden, dass in der Inkbe-Stiftung Ingeborg Benko, die Mutter von René Benko, Gold im Wert von 45 Millionen Euro in Safes liegen soll. Physisch angreifbar, also wirklich nicht nur
quasi Verschreibungen oder Anleihen, sondern wirklich Gold in physischer Natur. Sie sehen es ja bei uns eingebettet, ist ein Symbolbild. Wir haben den Safe auch nicht aufgerissen, aber ist natürlich ein Wahnsinn, Gold im Wert von bald 50 Millionen. Nebenbei noch rund 3 Millionen Euro in Schweizer Franken, 2 Millionen Euro in US-Dollar, also noch einmal 5 Millionen Euro in Bar, 45 Millionen Gold, 5 Millionen in Bar, 50 Millionen Euro. Also ganz so mittellos kann der gute René auch nicht wirklich sein. Es ist schon heftig, was er da alles angesammelt hat. Und den Tausch von 6 Traumvillen am Gardasee, wahnsinnig schöne Gebäude, muss man sagen, die einen Riesenwert haben, die wurden auch in die Inkb-Stiftung überschrieben, eine Familienstiftung, die der Mutter gehört. 45 Millionen in Gold. Also dem ist offensichtlich nichts zu wenig, nichts zu viel, so umgekehrt. Der Notgroschen. Der Notgroschen sozusagen, ja. Also das hat mit Sicherheit eine strafrechtliche Dimension. Ich kann es jetzt mit freiem Auge nur sehr grob beurteilen. Aber also es gibt hier eine riesige Gruppe von Gläubigern, also die über viele Jahre hin einfach das Unternehmen am Laufen gehalten haben über Investitionen, über Kredite. Und das jetzt, das Letzte mit den Villen ist ja erst letzten Sommer passiert. Absolut, also da war eigentlich die Schieflage des Unternehmens ist seit Jahren bekannt und er war seit Jahren auch immer noch operativ tätig, obwohl er das eigentlich nicht mehr durfte von seiner formalen Funktion. Diese faktische Geschäftsführung. Faktische Geschäftsführung, aber er hat offensichtlich Gläubigerinteressen massiv beeinträchtigt. Mhm. Aber verkürzt, mit den Gläubigern, Gläubiger aller Haselsteiner, habe ich nur am wenigsten Mitleid. Na, wenn ich überlege, wenn ich höre, dass die Kredite geben da mit 18% Zinsen und so, also das ist alles. Trotzdem darf er es nicht bunkern. Na, das sowieso. Ja. Also ich glaube, dass das sowieso alles eine Verschleierung Aktion und ein Geldverschieben war, und wir sind ja da beim nächsten Thema auch bei unserem geschätzten Ex-Bundeskanzler auch, dass das alles schon kriminell ist und dass das alles wirklich ein Fall für die Staatsanwaltschaft, was heißt für eine, da werden viele Staatsanwälte arbeiten müssen, um diesen Dschungel, ne, der ja bewusst hergestellt wurde, um alles zu verschleiern und zu verschieben, ne, um das aufzuklären und aufzulichten. Und natürlich wird man auf diese angeblich privatisierten Bereiche, ob die Stiftung dann da oben kehrt oder der Tante, ist ja völlig scheißegal auf gut Deutsch, ne? Weil da geht es ja auch darum, dass die Allgemeinheit massiv geschädigt wird, der Steuerzahler. Und da muss man auf das Geld zugreifen können, auf diese Welt. Ja, weil Sie sagen Gläubiger, also ganz frisch sind nicht alle Gläubiger, weil natürlich auch die Republik Österreich oder die Bundesrepublik Deutschland auch Gläubiger sind, nämlich in einem recht hohen Ausmaß. Ja, da haben Sie völlig recht. Ne? Na, ich habe nur Gläubiger, aber ich habe den Verdacht schon, dass manche, die da sehr zentral und auch sich in guter Kenntnis der wirtschaftlichen Entwicklung, ne? Und das sind große Unternehmer, die da investiert haben, oder eben auch der Herr Ex-Bundeskanzler, dass die bewusst da mit verschoben haben, dass die sehr wohl profitiert haben, bevor sie jetzt als Gläubiger auftreten. Ich meine, konzerninterne Kredite mit einem Zinssatz von 20%, das ist also schon abenteuerlich. Das ist jetzt allerdings erst passiert. Ist aber stimmt, wenn das hat, stimmt. Wenn alles stimmt, läuft den Bach hinunter und dann hat der Haselsteiner nochmal das Geldbeutel aufgemacht und jetzt bekommt er tatsächlich Zinsen von 18%. Das aber allerdings mit steigenden Tendenz, im nächsten Jahr wird es noch mehr. Da hätte Frage, den Banker 1.000 Naja, das ist natürlich die Frage, darum kriegt er ja auch so viel Zinsen, weil gar nicht klar ist, ob er irgendwas zurückbekommt. Ja, also ich meine, der Herr Gusenbauer also verrechnet auch extrem hohe Verzugszinsen für, ja, das ist ja alles unmoralisch. Für seine unmoralischen Honorare. Also alles zusammen eine absolut unappetitliche Angelegenheit, die, glaube ich, die Österreicherinnen und Österreicher ist aber ähnlich wie beim Herrn Egisto Ott. Ne? Ja. Überall sind Dinge, die geschehen, Verbrechen und. Und dann die Verquickung mit der Politik macht das Ganze so schäbig und unappetitlich. Ja. Und auch da, das ist ein Großspekulant oder ein Großbetrüger, aber die Verquickung mit der Politik und mit Großen und Wichtigen macht das Ganze so unappetitlich. Ja, oder mit der Verwaltung. Also was ich nicht verstehen kann, ist, wie kommen, wenn man unsere Finanzämter kennt, einfach so sozusagen seinen Steuerstandort von Wien nach Innsbruck verlegen. Einfach so. Und dort zahlt man dann 14 Millionen Euro weniger. Kleinigkeiten. Also das Finanzamt Innsbruck sagt ja, und man kann ihnen auch glauben, ich weiß es nicht, das war schon vorgegeben, das machen die Großbetriebsprüfer und sie haben das einfach nur abgewickelt. Aber das schreit ja alles nach Aufklärung. Man hat sich schon mal versucht, sich einen günstigeren Standort für ihre Steuererklärung zu erkämpfen. Also viel Spaß. Ja. Mit seinen Millionen Steuerzahlungen. Ich meine, nein, was schon interessant ist, der Umstand, dass jemand in einer Familienstiftung jetzt 45 Millionen Euro liegen hat,
Ist so etwas angreifbar in einem Konkursfall oder ist das quasi sicheres Land? Da kann gar keiner hingreifen. Es kommt sehr auf den Zeitpunkt drauf an, wann das gemacht worden ist, also was schon absehbar war, also in welcher Absicht das geschehen ist. Also bei den Willen könnte das so sein, ne? Das war ja relativ. Also bei den Willen war es sehr knapp, also das glaube ich, dass das nicht funktionieren kann. Das war 23 offenbar. Ja, das war im Sommer 23. Und im September war schon klar. Aber wie gesagt, das ist so komplex, da müssen wirklich Experten das beurteilen. Aber ein Aufsichtsratsvorsitzender, ein paar Wochen, wenige Wochen vor dem ganzen Zusammenbruch dieses Kartenhauses noch derartige Rechnungen stellt und auch kriegt. Ne? Also das schaut schon wirklich nach kriminellen. Und sich dann noch in die Gläubigerriege einreihen, als Geschädigter, als Opfer. Das ist ja Kurz bei. Sehr interessant. Das muss man sagen, Sebastian Kurz hat auf seine Honorare dann verzichtet am Ende des Tages und hat gesagt, er storniert zumindest die letzten. Da ging es ja auch um viel Geld. Einen Patriotenrabatt gewählt. Nicht Idiotenrabatt, Patriotenrabatt. Ich glaube, bei Kurz ging es um 1,5 Millionen. Ja. Bei Gusenbauer geht es immer noch um mehr. Der hat sich als Gläubiger angemeldet. Ja. Ich weiß nicht, in welcher Größenordnung. Ich glaube mindestens das 6, 7, 8 Millionen, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja, so eine Dimension. Zumindest 4 Millionen oder mehr, ja, keine Frage. Sebastian Kurz waren es nur 1,5. Ja. Allerdings aus dieser Kreditvermittlung von den Geldern vom Persischen Golf. Naja, beim Gusenbauer wird es auch im Wesentlichen Kreditvermittlung gewesen sein, ne? Mit dem guten Olaf Scholz und. Naja, das sagt er mit dem Dinge, Scholz, ne? Hat er nichts zu tun gehabt, das sind Beraterleistungen gewesen, muss man sich, wo war die Leistung, muss man sich genau fragen, bei Millionenforderungen. Aber wir kommen zum Kassierer Gusenbauer, erst bleiben wir noch beim Goldschatz. Das heißt, das Um und Auf für den René Benko ad personum wird jetzt sein, kann er irgendwie beweisen, dass er quasi nicht vorsätzlich Gelder zu sich umgeleitet hat, weil das wäre strafbar. Also, er muss es beweisen. Die Staatsanwaltschaft muss ihm das Gegenteil beweisen. Ja. Dann frage ich schon, wo das Geld eigentlich hergekommen ist. Ich weiß nicht, ob seine Schwiegermutter oder Mutter oder welches Familienmitglied er sich da jetzt ausgesucht hat, wie die tätig war, also dass sie zu seinem Vermögen kommen. Man ist es in Liechtenstein. Das ist alles dann sehr schwierig. Das kennen wir schon aus vielen Prozessen. Ja. Also mit der Rechtshilfe, das Hin- und Herschicken, das Übersetzen. Also, das kann eine zähe Angelegenheit werden. Ja. Gut, der Mann hatte einst ein Vermögen von 5,3 Milliarden am Papier, muss man sagen. Also wenn ich 5 Milliarden habe, kann ich mir 45 Millionen in Gold ja theoretisch leisten. Das sicher. Nur das war nur ein Papiervermögen, das er hatte. Das sind ungefähr 1000 Kilobaren, sind das. Ja. 1000 Baren, ein Kilo 1000 Gold. Kilobaren, also ein ungefähr Gold. Aber dass das gesamte Imperium ein Kartenhaus war, wo alles nach Gold ausgesehen hat, was überhaupt nicht Gold war. Ja, so ist es. Also, aber das müssen jene, die da im Windschatten des Herrn Benko immer dabei waren, die großen Wirtschaftsbosse, die Investoren, auch die Politiker, die sich geziert haben mit seiner Freundschaft, das müssen die ja, was heißt gewusst, zumindest geahnt haben. Das war ja irgendwo offensichtlich, dass das Ganze erschmepperte ist. Ja, er ist ja jetzt auch nicht vom Urschuss erschienen, weil offensichtlich, ich weiß nicht, wie viele Ermittlungsverfahren, über 30, glaube ich, mittlerweile. Das kann ich auch in irgendeiner Form nachvollziehen, dass du dann die nicht einsetzt und sagst, okay. Na gut, jetzt gibt es eine Beugestrafe, ein paar tausend Euro, da wird ein bisschen Gold runterkratzen und damit einzahlen, weil das kann ich mir nicht kratzen. Na, aber mit der Wurstmaschine, Gold ist ja weich, kann man auch. Das ist eher ein symbolischer Akt, aber ich glaube, allein schon die Möglichkeit, dass die Abgeordneten in die, also Akteneinsicht erhalten haben, ist schon einmal wertvoll gewesen. Also alle, die sagen, klar, dass der Urschuss irgendwie nicht für was nutzt, jetzt da kurz vor der Wahl. Er muss abgebrochen werden, er muss fertig sein. Du kannst dich als Zeuge halt dreimal krank melden und du bist draußen. Stimmt alles. Aber trotzdem hat es Sinn gemacht. Also, weil wir hätten diese ganze Hintergrundinformation nicht bekommen ohne die Akteneinsicht. Aber ich vermute, dass also die Aufklärung dieses komplexen Falles, die wird weitergehen. Das ist lang. Also, das ist 10 Jahre. Ich vermute, 10 Jahre, würde ich auch schon sagen. Auch viele eine jetzt. Kompanie von Staatsanwälten. Ja, es gibt ja die Soko Benko. Ich glaube, die haben 45, 50 Mitarbeiter. Ja, Deutschland, natürlich Deutschland und Österreich. Ja. Also ja, ich glaube, dass auch die Deutschen sehr gründlich nachschauen werden wollen. Ja. Ja, aber noch vor einem Jahr war der Everybody's Darling, ne, der Herr Benko. Auch hier die Verquickung zwischen Politik und so Wirtschaft. So wie bei Egisto Ott sehr viel Verquickung war zu verschiedenen Parteien. Hier war es die Verquickung zu vielen anderen Wirtschaftstreibenden, Sebastian Kurz, der René Benko ja immer wieder hergezeigt, vorgeschickt hat, letztlich auch die Krone zu kaufen. Es gibt ja auch einen gewissen Anteil gesellschaftsrechtlich, die René Benko an der Kronenzeitung gehört. Da wird er auch nicht immer nur glücklich gewesen sein, was über ihn gestanden ist. Wir haben da schon berichtet über das zusammenbrechende Kartenhaus, da war er noch Everybody's Darling. Ja, das stimmt. Und plötzlich, Schluss mit Lustig.
Ja, wir kommen noch zu anderen Abkassierern, nämlich etwa Alfred Gusenbauer ist bereits gefallen vor im Kontext. Und wir kommen auch zu berühmten roten Boxhandschuhen, die vor wenigen Tagen übergeben worden sind zwischen zwei Boxern. Sie wussten wahrscheinlich gar nicht, auch Karl Nehammer ist begeisterter Boxer. Emmanuel Macron, der sich ja auch ablichten hat lassen mit Krisenbizeps, den sehen Sie dann bei uns ebenfalls. Ja, Boxhandschuhe vom Karl an den Emmanuel, gleich bei uns nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Ja, und hier ist ja der zweite Teil des aktuellen Politikduells. Ja, und Woche für Woche werden uns die Themen richtiggehend serviert, kann man geradezu sagen. Egisto Ott, der ist aufgetaucht aus dem Nichts, den kannte vor kurzem niemand, den haben wir besprochen. Benkos Goldschatz, vor wenigen Tagen plötzlich in Liechtenstein aufgetaucht. Eine Tonne Gold, physischer Natur, unvorstellbar, auch vor wenigen Tagen erst. Jetzt Abkassierer Alfred Gusenbauer, unser nächstes Thema jetzt mit Fragezeichen dahinter. Das ist keine Behauptung, es ist meine Vermutung. Und dann noch die Boxhandschuhe von Karl Nehammer, die wir gleich behandeln werden. Donnerstag letzter Woche war er in Paris, um sie zu übergeben. Beginnen wir mit Alfred Gusenbauer. 2022, also im Jahr vor der Insolvenzeröffnung, hat er 2 Millionen Euro Beraterhonorar gestellt. Eine halbe Million davon ist dann im September 2023 gekommen, also das war dann im September des Insolvenzjahres. Karl Samstag, der Ex-Bank Austria-Chef, war auch gut unterwegs. 1 Million Euro Beraterhonorare bekommen haben sollen. Ja, und viele, viele Verschiebungen von der Signa-Gruppe an die Laura Privatstiftung. Eine andere, das ist jetzt nicht die Inkbe, es gibt auch die Laura Privatstiftung. Aber kommen wir zu Alfred Gusenbauer, den Sie jetzt gesehen haben im Bild, gemeinsam mit René Benko. Wie fair war denn die Arbeit von Gusenbauer? Was war die Leistung jetzt eigentlich? Weil wenn man ihn fragt und er nimmt ja Stellung dazu, meint er, das wäre alles sehr wohl redlich gewesen, sehr viel Arbeit, sehr viel Einblick und so falsch waren die Entscheidungen gar nicht. Na, ja, das ist trotzdem, die Summen und die Dimensionen sind einfach nicht mehr moralisch. Das ist überhaupt keine Frage. Ganz wurscht, ob das Erfolgshonorare für irgendwas waren oder nicht. Im Grunde schaut es eher so aus wie Schweigegeld, ne, als wie Erfolgshonorar. Ne, weil da hat ja die Signa keine Gelder mehr lukriert und keine großen Geschäftsbeziehungen mehr aufgebaut in diesem Zeitraum. Ne? Aber Gusenbauer, für den ich immer eine gewisse Sympathie gehabt, obwohl er wirklich ein blitzgescheiter Bursch ist, aber die Gefährdung der Gescheiten ist die Hybris, gell? Und der hat offenbar massive Hybris. Ne? So nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, dem ist das alles schon wurscht. Und wenn er sagt, und jetzt tritt ich erst recht nicht aus der SPÖ aus, ja, das ist ja weil er zahlt, ein Wahnsinn. 80 Millionen Euro im Jahr, also 80 Millionen Euro. 80 Euro im Jahr, die zahle ich einfach und dann bin ich mit dabei. Das ist keine Dimension. Im Grunde muss er sich selber genieren. Das ist ja kein Depp. Ne? Der muss ja sehen, dass jeder auf der Straße ausspucken wird, wenn er daherkommt. Das stimmt, ist, ja. Das ist traurig, finde ich. Ne? Na, es gibt ein paar so Todsünden. Ja. Die eine ist die Hybris. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das auch wirklich eine Todsünde ist, aber die Gier. Also, das ist offenkundig, also den Hals nicht vollzukriegen, das ist für normale Menschen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Ich finde es auch schon bemerkenswert, ich bin selber Aufsichtsrätin, ich weiß ungefähr, welche Spielregeln da als sauber gelten, aber als Aufsichtsratsvorsitzender gleichzeitig so hohe Beraterhonorare zu kassieren, ist für mich klassische Unvereinbarkeit. Ja. Ja. Also das soll es eigentlich in keinem sauberen Unternehmen geben, noch dazu ein Unternehmen, das keine konsolidierte Konzernbilanz vorlegen kann oder konnte und das auch absichtlich nicht gemacht hat, um diese internen Verschiebungen einfach zu kaschieren. Also ein Unternehmen, das keine konsolidierte Konzernbilanz vorlegt und das über Jahre, ja, also und da Aufsichtsratsvorsitzender zu sein, ist für mich schon eine Verfehlung als Aufsichtsrat. Weil der müsste das ja eigentlich verhindern als Aufsichtsrat. Also genau, das ist ja seine Aufgabe. Darauf hinweisen, bitte Leute, wir brauchen das. Also der muss die Organe ja entlasten als Aufsichtsrat. Jedes Jahr neu. Ja. Also das ist schon abenteuerlich. Ich bin gespannt, ob die alle wirklich so schlau waren, angefangen vom Herrn Benke über den Gusi, dass das strafrechtlich keine Relevanz haben wird. Bin gespannt, ob das halt ob man das durchhalten kann, ob die so das beginnt
schon bei der faktischen Geschäftsführung, wo alle Insider dann sagen, in Wirklichkeit, und da sehen Sie jetzt auch das Foto mit dem Flieger, der jetzt eine andere Zukunft haben wird, aber nicht mehr täglich quasi eine Benko von A nach B schicken wird, obwohl er immer noch fliegt. Also ist ja nicht so, dass der nichts mehr macht. Also irgendwo gibt es offenbar immer noch die Bereitschaft, ein gewisses exhibitionistisches Leben darzustellen sozusagen. Da gibt es ja auch ein anderes Gerücht, das wären Schmiergelder, die in diesen hohen Honoraren möglicherweise verschoben würden, die irgendwann übergeben worden sind. Und jetzt bekommen die auf Honorar zurück. Naja, das sagt natürlich so niemand. Aber es gab natürlich sehr, sehr viele Bauaufträge, die die Signa letztlich auch wirklich bekommen hat. Kann man sagen, das wurde redlich erworben, da gab es Wettbewerbspräsentationen, was auch immer. Oder es wurde möglicherweise bezahlt. Ja naja, dann schwitzen aber noch viel mehr Leute. Ne? Das ist ja der Punkt. Und das ist weder irgendwas bewiesen noch erhoben, aber es könnte ja sein, ein Honorar über mehrere Millionen, mehrere Jahre hintereinander, ist gar kein Beraterhonorar, sondern es ist Geld, das man irgendjemand übergeben müsste. Ist eine vollkommen unbewiesene Behauptung, aber immer mehr spricht sich sowas in Medienkreisen eben durch. Ob da irgendwas dran ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber man wundert sich ja tatsächlich, wie können pro Jahr 2 oder 3 oder 4 Millionen für ein Aufsichtsratspräsidium rauskommen. Naja, da muss man einfach viele, viele Fragen stellen. Also was war tatsächlich die Leistung? Ist in irgendeiner Form dokumentiert? Gibt es in irgendeiner Form schriftliche Beratungskonzepte? Oder gibt es irgendwas überhaupt, das über auf eine Beratertätigkeit hindeuten kann? Also der muss ja rund um die Uhr irgendwie gearbeitet haben, wenn nur jede Minute so viel Geld wert war. Ja? Also da muss es ja ein Output geben oder zumindest in irgendeiner Form Aufzeichnungen, Aktennotizen, irgendwas. Ja? Also einfach zu sagen, ich habe das halt kassiert und dann ist aber blankes Papier nur das Einzige, was das belegen kann. Also dann sind diese Fragen absolut gerechtfertigt zu stellen. Ja? Naja, ist die Frage, ob unsere Justiz hoffentlich so unabhängig ist, dass sie dem wirklich auf den Grund geht und wirklich in jedem Detail und in jedem Winkel. Ja, und es wird ja hoffentlich auch sowas geben wie ein Angebot. Wenn jemand da Beratungsleistung anbietet, gibt es ein Angebot. Da steht einmal drinnen, was du genau machst. Und dann wird abgerechnet, auch nach Leistung. Also wo du dann auch auflistest, was hast du getan. Ja? Also wäre das zumindest für mich als saubere Vorgangsweise normal. Wobei aber trotzdem, normal wenn so ein Papierl da, sage ich, an jungen Mitarbeiter, an Praktikanten, schreibe ein Konzept, ne? 20 Seiten mal in einer halben Stunde. Ne? Um das geht es. Ja, vorher haben Sie sich wenigstens diese Mühe gemacht. Aber das ist das geringste Problem. Ne? Aber das ist einfach, ich meine, die Gefahr, dass da mit andere Machinationen verschleiert wurden, nämlich Schmiergezahlungen, um Aufträge zu erhalten und Bauvorschriften zu erfüllen und. Also da wird es immer ärger. Ne? Ja, da wird es immer ärger, aber da gibt es natürlich jetzt noch keinen einzigen konkreten Hinweis dazu. Klar. Aber wenn man genau nachfragt, wird man sich irgendwann einmal schon genau fragen, wo war die Leistung? Weil nur zu sagen, da gibt es Honorarnoten über eine Seite, da steht oben 3 Millionen und sonst gibt es gar nichts. Wo hat denn der Gusi das Geld versteuert, wenn ich fragen darf? In Österreich? Mutmaßlich schon in Österreich, nehme ich jetzt einmal an, ja. Wo sein Steuerwohnsitz ist, ja. Steuerwohnsitz, ja. Ja. Also viele offene Fragen. Was ich nur trotzdem bemerkenswert finde, ist seine Doppelrolle, dass er jetzt als geschädigter Gläubiger noch einmal ist auftritt. Also das Frechheit. Ist, also da hört die Gier und eigentlich die Kutzpe, die Frechheit eigentlich nicht auf. Ja. Und Verzugszinsen höherer Natur verrechnet. 100.000 Euro. Gewaltige Summe. Also das, was Menschen sozusagen über ein Jahrzehnt verdienen an Verzugszinsen. Mhm. Ja. Also das Also man wendet sich wirklich mit Grausen ab. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn man so lange in der Spitzenpolitik sitzt, auch wenn das jetzt nicht gestern war, aber trotzdem in einer aktuellen Zeit immer noch bei den Grünen, gibt es da immer wieder Möglichkeiten, wo Menschen mit guten Kontakten zur Wirtschaft kommen und einem irgendwie anbieten das Gefühl, man könnte da jetzt mittun bei einem ganz großen Ding? Man sollte da dabei sein. Und da gibt es eine Riesenchance, auch Geld zu verdienen, abseits des Mandats, das man ausübt. Also wo, glaube ich, alle immer wieder auch gefragt werden, das ist die Hilfe bei Kontakten. Mhm. Weil es mittlerweile mit den ganzen Compliance-Vorschriften so streng ist, also dass direkte Kontaktaufnahme mit Beamten oder mit Politikern für viele Unternehmen schwierig geworden ist. Und auch von der anderen Seite auch sehr strikt gehandhabt wird. Also das ist schon ein ständiges Bedürfnis, Kontakte herzustellen, Interessen zu transportieren. Aber würdest du aber so versilbert werden? Ist ein Kontakt
Geld in Cash wert? Na, das sehen wir ja. Ich glaube, dass Gusi für sein Telefonbuch einiges gekriegt hat. Das ist keine Frage. Also ich habe das auch immer abgelehnt. Selbst als aktive Politikerin, wenn ich über irgendeine Agentur oder irgendjemanden Terminanfrage gekriegt habe, habe ich dann immer gesagt, bitte, Sie können mich direkt anrufen. Sie brauchen niemanden, was dafür zahlen, dass Sie bei mir einen Termin kriegen. Das ist ja absurd. Also ich habe das also teilweise als kranke Auswüchse unseres Systems gesehen. Ja. Also ich war gerade in Albanien, gell? Und da geht man davon aus, dass jedes Bauvorhaben, alles mit Korruption der agierenden Politiker verbunden ist. Es wird in Österreich nicht ganz so. Nicht nur Albanien, also Ungarn haben wir auch Fälle gehabt. Ich war nur deswegen, weil ich halt gerade dort war. Ja. Und es wird in Österreich nicht ganz so arg sein. Das heißt aber nicht, dass es nicht der Fall sein kann. Ja, das ist ja die Problematik auch in der Kommunalpolitik, wo die Bürgermeister auch quasi die Baurechtsvorschriften und Umwidmungen in der Hand haben. Ein großes Problem. Haben wir ja gerade im Gemeindebund gehabt, ne? Ja, genau. Gemeindebundpräsident oder in der Stadt Wien. Ja. Also die Kleingärten Umwidmungsgewinne oder Grenz über 100.000. In Niederösterreich, ja, keine Frage. Da ist niemand so ganz sicher. Also der gelernte Österreicher geht davon aus, dass das die Schäbigkeit der Grundprinzip ist. Ne? Und der hat leider oft recht. Nicht immer, aber oft. Aber genauso wie es viele korrekte Beamtinnen und Beamte gibt, gibt es auch viele korrekte Bürgermeister und Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und Politiker. Amen. Na, da möchte ich schon noch ein Land zerbrechen. Also das ist der Eindruck, das macht unsere Demokratie auch mittelfristig kaputt, wenn man sagt, alle sind gleich. Ja? Die nicht sich an diese Regeln halten, die muss man wirklich herausholen und bestrafen. Streng bestrafen, ja. Die Schäbigkeit ist Grundprinzip. Das ist eine Aussage. Kann jetzt jeder für sich selber also überlegen. Also bei Benke würde ich schon sagen. Ja, das ist ein spannender Sager. Also fast Konzernmaxime. Ne? Konzernmaxime. Also. Ist die Wirtschaft wirklich so dreckig? Ich meine, Sie sind jetzt immer noch bei vielen Unternehmen unterwegs. Nein, nicht überhaupt nicht. Also es beschäftigen sich wahnsinnig viel mit ihrer sozialen Verantwortung, mit ihrer ökologischen Verantwortung. Ja, aber vielleicht auch nur alle aus Marketinggründen. Naja, also mittlerweile müssen ja auch wirklich viele Klimaziele zu erreichen. Also da gibt es wirklich einen Teil, der sich wirklich redlich bemüht. Ja. Wir haben die Beispiele gehabt, jetzt in letzter Zeit Banker einerseits und andererseits Mateschitz. Ne? Es gibt schon unterschiedliche Geschichten. Ja. Ne? Ja. Und es gibt Leute, die wirklich was produzieren, die soziale Verantwortung für ihre Mitarbeiter haben. Es ist natürlich die Bauwirtschaft möglicherweise sehr gefährdet. Ne? Da gibt es ja alle möglichen Preisabsprachen, das hören wir ja immer wieder. Ne? Und wenn Bauwirtschaft mit Spekulationswirtschaft, wie das ja bei Benke der Fall war, so eng verbunden ist, ist sicher die Korruptionsgefährdung eine größere wie in anderen Wirtschaftsbereichen. Gut, und die Preissteigerungen, die Inflation, aber auch, die hat alle Unternehmen getroffen. Ja. Das ist noch lange kein Grund, dass man korrupt und straffällig wird sozusagen. Und Gold vergräbt. Ja, vergraben hat er es ja noch nicht. Dann sehe ich 45 Millionen, eine Tonne Gold in etwa im Safe. Also Golddukaten betrachtet wäre der Turm wahrscheinlich gewaltig in so einer Summe. Ja, ein anderes Thema, ein bisschen Außenpolitik mit österreichischem Touch. Und es fällt auf, Karl Nehammer, der heimische Bundeskanzler, ist relativ häufig in letzter Zeit in Frankreich, konkret in Paris, bei Emmanuel Macron. Da heißt es, es werden Absprachen getroffen, auch wie man der Ukraine gemeinsam helfen kann, gemeinsame Waffenbestellungen diskutiert. Hier sehen Sie eines der Filmfotos, die in letzter Zeit entstanden sind. Man hat den Eindruck, sie verstehen sich wirklich, aber auch wegen einem ganz speziellen Hobby. Und das ist das Boxen. Das Boxen, das hat dazu geführt, dass das Mitbringselgeschenk der letzten Woche Boxhandschuhe vom ebenfalls privat gerne boxenden Karl Nehammer an den leidenschaftlichen Boxer Emmanuel Macron war. Sie sehen hier eines dieser legendären Fotos, wo der Bizeps, muss ich sagen, gewaltig ist. Eva Klawischnik lächelt nur. Nur kein Neid. Na, hallo? Ich weiß nicht, warum man solche Fotos veröffentlicht. Ja. Nein, wie blöd muss Politik sein? Wirklich. Man kriegt ja vom Boxen, wenn man es zu intensiv wird, eine weiche Birne, habe ich mir sagen lassen. Und bei Nehammer, ich weiß nicht, also manchmal denke ich mir, ein schlichtes Gemüt, unser Bundeskanzler. Da kommt wieder der Karl-Kanzler, oder? Ja, das ist ja schon ein gewohnter. Also soll jeder privat machen, was ihm Spaß macht. Und Boxen ist ein harter Sport. Also, und wenn du es zu oft auf den Kopf kriegst, ist nicht gesund. Klar. Ich finde es nur bemerkenswert, also erstens, was waren das politisch-inhaltliche dort, über das Sie gesprochen haben? Das soll nicht in den Hintergrund treten, weil diese Boxhandschuhe, die Fotos sind ja durch ganz Europa gegangen, das ziemlich verharmlost haben eigentlich. Ja. Ich meine, Frankreich ist eines der Scharfmacher, wenn es darum geht jetzt, also die reden von Bodentruppen in der Ukraine, was ein extrem heikles Thema ist, haben irgendwie diese deutsch-französische Achse, die gibt es in diesem Sinn eigentlich nicht mehr, die Deutschen sind da irgendwie extra unterwegs. Ja. Also das ist eigentlich das, worüber man diskutieren sollte. Der
die Boxhandschuhe. Hätte immer Glock mitbringen sollen. Oder was? Nein, es ist interessant, Macron verfolgt das Abschreckungsprinzip sozusagen als Generalmotto. Also man will einmal nach vor und ein bisschen auf die Backe hauen und sagen Bodentruppen und so weiter. Das alles ist ein Signal auch offenbar gegenüber Wladimir Putin. Auch die Boxhandschuhe, auch das Boxen, auch der Bizeps. Also wie der Putin immer oben ohne am Pferd herumgeritten ist und was weiß ich, was alles dargestellt hat, boxt der Macron heute. Ja, also bei diesem Männlichkeitsritual, ja, das stelle ich irgendwie aus. Wir sehr haben simpler das Abschreckungsszenario bei Emmanuel Macron und bei Karl Ney haben wir eher das sogenannte Vorsichtsprinzip. Also ja, nicht zu sehr provozieren, zurückhaltender sein. Österreich hilft schon auch, allerdings mit Schutzwesten, mit Helmen. Und Boxhandschuhen. Und Boxhandschuhen. Ja. Naja, er versucht auch sein außenpolitisches Profil auch ein bisschen aufzupolieren. Ja, und, also er sagt auch, dass er gern reist. Er sagt, er wird doch wieder nach Russland reisen zum Beispiel, hat er auch glaube ich, wie gesagt. Wie ganz zu Beginn. Ja, also offensichtlich ist das auch eine Wahlkampfstrategie, ihn als Staatsmann in dem Sinn zu präsentieren. Ob das aufgeht, steht auf einem anderen Blatt. Es ging aber konkret um Wirtschaftshilfe. Da wurden drei Stichworte geprägt. Waffen, Mistral. Auch das, auch Mistral. Die USA sind innovativ, China ist produktiv. Und Europa ist regulativ. So sinngemäß, wenn wir weiter nur Bürokratie machen bei uns am alten Kontinent, werden uns die Chinesen und die Amerikaner mehr als überholen. Also es ist der Versuch auch eines immer nach Unabhängigkeit von der USA strebenden Frankreichs, etwas wirtschaftlich nachzulegen. Europa bleibt über, so sinngemäß. Ja, aber da muss ich jedes Mal wirklich mich zwingen, also nicht wütend zu werden. Ich meine, schauen wir uns die Wirtschaftskammerstrukturen an. Die sind schwarz von oben bis unten, ja, seit Jahrzehnten. Und das ist bürokratisch bis Ende nie. Also es gibt Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, es gibt so viele Bereiche, wo sie das vorleben können, Bürokratieabbau und ein bisschen Luft unter die Flügel von Unternehmern oder irgend sowas los. Aber da passiert gar nichts. Also die ÖVP ist da nur rhetorisch aktiv. Ja. Nein, das ist und Wirtschaftskammer ist ein übles Beispiel. Haben Sie recht. Wobei, ich meine, die EU-Bürokratie hat den Nachteil, dass sie fern ist. Ne? Unsere Bürokratie, die kennen wir wenigstens, die Idioten, die das verantworten im Land. Ne? Mhm. Und dort ist natürlich die EU und regulativ, das ist sie. Das ist wirklich eine der großen Schwächen. Ne? Da hat er recht. Aber wie gesagt, man müsste selber oder könnte selber was dagegen machen. Ne? Aber Sie wissen, Emanzipation von den USA und eigenständige Sicherheitspolitik wäre wünschenswert. Ne? Nur so, wie das praktiziert wird, ist das alles nur heiße Luft. Der gemeinsame Tenor war dann letztlich, Frage, was ist da rausgekommen? Europa muss wettbewerbsfähiger werden, ja, eh klar, und unabhängiger von den USA, das hat der Macron eingebracht, das wird der Nehammer. Seitdem auch Frankreich, ne? Das machen die Amerikaner schon selber. Also, dass sie sagen, Europa soll jetzt selber ein bisschen mehr in Waffen zum Beispiel investieren. Was schon eine schwierige Geschichte ist. Weil Amerikaner sagen, wir sollen so mehr zahlen, aber weniger bestimmen. Ne? Wir wollen aber mehr bestimmen und weniger zahlen. Ne? Das ist halt schwierig. Ja, es sind die Boxhandschuhe, ein Symbol von Karl Nehammer. Kriegt man irgendwas in Albanien mit, wenn Nehammer Boxhandschuhe übergibt? Also Albanien ist ja nur ein kleineres Land und auch nicht sehr wichtig, aber Österreich ist nicht ganz so bedeutend, wie wir in unserer Nabelschau glauben. Ne? Ja. Aber ich bin gespannt, wenn also der Nehammer mit Boxhandschuhen dann zum Putin reist. Ne? Also, das wird halt gut werden. Ne? Ja, obwohl Österreich hat in den letzten 3 Jahren, das muss man vielleicht noch dazu sagen, sich wirtschaftlich, also von Deutschland, die Industrie politisch wirklich ein bisschen runtergegangen sind, deutlich entkoppelt. Also ja, wir haben deutlich bessere Zahlen. Aber glauben Sie nicht, dass das bei uns mit einem Verzögerungseffekt dann Nein. Das hat das WIFO jetzt einmal erhoben. Also wir sind einfach deutlich findiger und ziehen auch ein bisschen diversifizieren wir auch unsere außenpolitischen Kontakte. Wenn es darum geht, also Deutschland ist im Moment wirklich in einer schweren Krise. Ja, das haben wegen der grünen Regierung, ist ja klar. Ne? Naja, also es ist eine Dreierkoalition dort. Ja, aber die Grünen geben den Takt vor. Ne? Das ach so. Ist halt, ja, so. Aha. Aha, okay. Der arme Scholz muss immer bremsen, also sonst hätten die Grünen schon 1000 Taurus nach Moskau geliefert. Also die immer bremsen, Kiew geliefert. Das ist eher die FDP, aber gut. Ja, das sind ja hoffnungslos verloren. Aber so die Ampelregierung, die Ampel ist jedenfalls schuld und das ist die Gefahr, dass man die in Österreich hat. Ja, die funktioniert nicht in Deutschland, das ist richtig. Ja. Und hoffentlich kriegt man das in Österreich. Die FDP auch. Und die Grünen sind mit dabei, das müssen wir mal diskutieren. Ja. Ich merke schon beim ersten Satz, es wird zügig. Möglicherweise in einem unserer nächsten Duelle. Ja. Das war Teil 1 und Teil 2 und, Sie wissen es, unser letzter Teil, der immer ein bisschen kürzer ist, ein bisschen spicy. Überlegen Sie mal, was könnte denn der Bankrott der Woche sein? Sie haben ein paar Minuten Zeit. Oder was ist die Verlobung der Woche? Ein bisschen nachdenken.
Wir werden die Auflösung gleich bringen nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Und damit herzlich willkommen bei Teil 3 unseres aktuellen Politikduells, wie immer anders. Und den beginnen wir jedes Mal mit unserer berühmt-berüchtigten Frage des Tages. Ja, und die haben wir nach den Gehaltsorgien des ORF jetzt am Sonntag gestellt. Ist Ihnen selbst der ORF die Haushaltsabgabe wert? Fragezeichen. Was glaubt ihr? Ich glaube, halbe oder sowas, ich weiß nicht. Oder na, ist da schon die Mehrheit dagegen? Nein, ich glaube, dass es ausgewogen ist. Es sind ja 15 Euro, es ist ja deutlich günstiger geworden. Es ist das schon etwas günstiger, aber es kriegt doch nicht jeder 500.000 Euro dann im Jahr. Man zahlt einmal 15 im Monat ein, keine Obwohl Frage. Obwohl das wirklich zusammenhängt, weil beim ORF, das sind viele auch Altverträge, weiße Elefantenverträge. Ja. Also nein, ORF-Gehälter wäre ein eigenes Riesenthema, haben wir eh schon gehabt. Aber die Antwort ist verblüffend und nicht unbedingt schön für den ORF. Ist Ihnen der ORF die Haushaltsabgabe wert? 12% nur sagen ja, 88% sagen nein. Mhm. Ganz, ganz viel Teilnahme wieder jetzt am Sonntag. Da sind zigtausende, immer weit über 30.000, 35.000, die Ja oder Nein tippen. Die klare Mehrheit, nein. Puh, da hat der ORF tatsächlich ein echtes Problem. Das ist wirklich ein Problem. Also weil auch das Programm nicht mehr als objektiv wahrgenommen wird. Ja. Naja, weiß nicht, ob das der Herbert Kickl ist. Sie sind ja massiv dagegen, der will sie ja sofort die Haushaltsabgabe. Ja, aber das ist ja was anderes, das was da noch dahinter steckt. Totale Unzufriedenheit mit dem. Da geht es nicht so sehr nur ums Geld, sondern was will der ORF? Die Gehälter waren ja da gerade aktuell. Naja, das wird das Ganze verschärfen. Das hat es natürlich verschärft, keine Frage. Aber jedenfalls 88% sagen nein. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir es auch nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, so ein Drittel. Zwei Drittel, wie schon gedacht, aber 88 ist heftig. Eines der höchsten Ergebnisse bei unserer Frage des Tages, wie immer sie auch aussieht, in den vergangenen Wochen. Ja, und jetzt zwei Rubriken, wo man auch nicht erwarten würde, um was es geht. Was ist denn der Bankrott der Woche? Ja, Kate Middletons Eltern sind pleite gegangen. Sie verfolgen vielleicht die Royals in Großbritannien und Kate ist ja sehr, sehr beliebt, hat leider großes jetzt ihre Krebsdiagnose gehabt. Sie sehen sie hier auch im Zusammenhang mit der Mutter. Die Eltern hatten ein Partyunternehmen und das haben sie vor einem Jahr verkaufen müssen, auch aufgrund hoher bereits angefallener Schulden. 3 Millionen Euro Schuldenlast hat sich zusammengetragen und jetzt ist wirklich Pleite und Schluss mit lustig. Also viele, viele Sorgen, nicht nur was den Schwiegeropa betrifft, der König ja auch mit etlichen Problemen sozusagen, die eigene Tochter jetzt mit Krebsdiagnose, leider sehr dramatisch, auch das hat viel Betroffenheit ausgelöst, hier auch in der Kronenzeitung mit ganz, ganz vielen Leserbriefen zu diesen Themen. Die Kate tut wirklich vielen leid und die Eltern sind bankrott. Kommen wir zu einem abschließend erfreulicheren Thema, nämlich zur Verlobung der Woche. Michaela Schifrin und Alexander Almuth Kilde, Sie kennen die beiden wahrscheinlich als Spitzenskifahrer, die haben sich verlobt. Und da gibt es herrliche, liebe Fotos von den beiden, die sie auch immer wieder posten. Es wird der Verlobungsring gezeigt. Ich habe den Eindruck, das ist in Innsbruck, oder? Mhm. Da sieht man die Häuserzeile. Ja, also in Österreich verlobt sogar. Wunderschönes Foto, sie lächeln total sanft. Wirklich schön. Sie wissen ja, beide sind verletzt worden heuer. Kilde ist immer noch sehr, sehr schwer verletzt. Michaela wieder zurück im Weltcup, hat sogar ein Rennen dann gleich gewonnen. Aber an der Verlobung hat es nichts geändert. Sie wollen heiraten offenbar und sind wild entschlossen. Schön, oder? Absolut schön. Alles Gute. Lieb. Aber gibt es ja das Sportduell? Die riskieren immer beim Skifahren. Ja, ja, das ist ja lieb. Das ist ja Herz. Sich da so zu schmeißen, ich finde das echt bewundernswert. Jede Zeit braucht es eine Gladiatoren, das ist richtig. Schon, oder? Ja, irgendwann war es der Heider mit dem Geldverteilen in Klagenfurt. Ja, das war keine Gladiatorenleistung. Ja, das war es. Nein, aber sehr herzig. Aber ich denke immer an Fenrich, an den Song. Also, wenn es an dann reißt, so, sitzt auf der Couch und schaut halt zu. Also das beschreibt das schon. Das ist genau, bumm. Ja, harte Nummer, wo die Sportpreiseln fliegen und genau.
Ja, das war das aktuelle Politikduell, wie immer mit einem etwas eigentümlichen letzten Teil, aber mit harten Themen, etwa Geheimdienstagent Egisto Ott, René Benkos Goldschatz in Liechtenstein, Abkassierer Alfred Grusenbauer mit Fragezeichen, selbstverständlich, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, und mit Karl Nehammers Boxhandschuhen. Meine Lieben, einmal mehr vielen Dank fürs Kommen ins Studio. Gerne. Ihnen vor allem einmal mehr vielen Dank fürs Zusehen. Gute Quoten gewähren Sie uns jede Woche. Ich freue mich auf die aktuellen Zahlen. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis dorthin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.